Hallo meine liebe Brüder, liebe Geschwister. Ich begrüße euch ganz herzlich in jedem meiner Video. Freue ich mich eigentlich, euch das Evangelium und ich bemühe mich wirklich im Gebet, dass der Geist Gottes mir nicht zulässt, was anderes zu reden hier, zu verkündigen hier, als nur das wahre Evangelium, das unsere Erlösung ist. Weil nur derjenige, der in diesem Evangelium, im Rahmen dieser Evangelium lebt, der wird erlöst. Es gibt kein anderes Evangelium. Dennoch hat wirklich unser Feind gesorgt dazu, dass durch seinem Geist, der Geist des Dämonischen, des Teufels, ein anderes Evangelium der Verführung hervorkommt, was leider auch sehr viele Christen, sogenannte Christen, verführt haben. Ich bin heute Morgen in der Stille gegangen und aus der Stille hinaus habe ich angefangen für ein neues Video die Gedanken zu ordnen und in dieser Arbeit wurde ich auf einmal gestoppt und meine Gedanken flossen dann auf das Philipperbrief, was ich gestern in meinem Video gelesen habe. Und dann nahm ich sofort die Bibel wieder und schlagte auf hier an der Philipperbrief. Und ich dachte, das ist das, was ich heute über was ich heute reden soll. Ich weiß, dass meine Videos nicht professionell sind, die sind nicht mit Untertitel. Ich kann auch diese Bibelverse so nicht reinschreiben. Ich bin nicht auch immer so putzig hier, weil manchmal stehen hier hinten die Haare auf und das merke ich erst, wenn ich das Video nachschaue. Ich meine, ich versichere ich, dass er in jedem Fall gepflegt, manchmal nicht ganz rasiert. Aber ich denke, wichtig ist hier das, was verkündigt ist. Und nicht das Aussehen und auch nicht das Raum, in was man da predigt oder verkündigt. Es ist auch nicht wichtig, wie schön das Video gestaltet ist, sondern wirklich ist das, wie man das Wort verkündigt, dass der Geist, der Kraft des Geistes Gottes mit reinfließt in diesen Video rein. Und dass es Menschen erreicht, Menschenherzen bewegt, dass es Samen rausgegossen wird, rausgesät wird und dass dieses Samen, wenn es möglich ist, auch nur eins, soll zum richtigen Fruchtbaum sein, der auch wiederum Früchte bringt. Ich habe erstmal nur ein Teil dieses Philipperbriefes, nur ein paar Verse gedacht. Ich werde nur die paar Verse bearbeiten mit euch.
Aber ich denke, es ist auch sehr wichtig, den ganzen Kapitel zu bearbeiten. Es sind in diesem Brief, auch in diesem Brief hat Paulus sehr grundlegende Werte gesetzt, was wir verstehen sollen, wir verstehen müssen als Christen. Wir lieben unseren Gott und wir möchten immer mehr erfahren über ihn. Wir möchten immer mehr eins sein mit ihm. Und meine liebe Geschwister, das können wir eigentlich nur dann, wenn wir Gemeinschaft haben mit das Wort. Jesus ist das Wort, Jesus ist das Brunnen des lebendigen Wassers. Und nur wenn man daraus trinkt, kann man auch reichlich Gemeinschaft mit Christus ernten. Lasst mich das erste Kapitel, erste Brief an Philippa durchlesen und ja, mal sehen zeitlich, wie es kommt. Wenn nicht, dann machen wir zwei Teile. Dann gehen wir ganz sachte eins nach dem anderen durch. Erster Philippa, Abvers 1. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesus, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt der Aufseher und Diener, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott für jede Erinnerung an euch, allezeit in jeder meiner Gebete. Und bete für euch alle mit Freude, alle mit Freuden wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesus. Das unterstreiche ich jetzt einen Moment. So, das ist für mich jetzt wichtig, auch heute. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ihr mich im Herzen habt und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums. Ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit dem herzlichen Liebe Christi Jesu. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid an den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zu Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, so dass meine Fesseln in Christus im ganz Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und vielmehr wagen, das Wort Gottes
ohne Frucht, Furcht zu reden. Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Diese aus Liebe, weil sie wissen, dass ich auch zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin. Jene aus Eigennutz verkündigen Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Trübsal zu erwecken gedenken. Was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit Christi verkündigt, und dafür freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass dies mit mir zu Heil ausgeschlagen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesus Christi. Nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich nichts werde zu Schaden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht oder der Arbeit, und dann weiß ich nicht, was ich erwählen soll. Ich werde aber von beiden bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Denn es ist weit besser, das Bleiben im Fleisch aber ist nötig um euretwillen. Und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit euer Rühmen überströme in Christus Jesus durch mich bei meiner Rückkehr zu euch. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und in einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums gekämpft und euch in nichts von den Widersachen erschrecken lässt, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber euren Heils. Und das von Gott her. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. So, ich denke, das reicht. Man könnte eigentlich nur das weiterlesen, und man braucht eigentlich nicht viel dazu sagen. Man braucht nicht viel dazu sagen. Paulus redet so deutlich. Und ich verstehe auch schon aus diesem Brief hinaus, warum. Warum viele es auch nicht verstehen. Paulus sagt hier in Vers 15, dass einige predigen Christus aus Neid und Streit. Und andere aus Eigennütz verkündigen Christus nicht lauter.
Aber es sind diejenigen, die aus gutem Willen es verkündigen. Und Paulus hat es nicht nur aus gutem Willen verkündigt, sondern er hat gesagt, wehe mir, wehe mir. Er wusste ganz genau, wenn er seiner Berufung, was ihm Jesus Christus anvertraut hat, wenn er dem nicht nachgeht, er wird vor Gericht nicht bestehen können. Genau so wie wir, wenn wir erkannt haben, die Botschaft des Evangeliums, die Güte Gottes, wenn wir erkannt haben, wer Jesus Christus ist für uns, was er für uns getan hat, und wir das verschweigen. Deswegen sagt Paulus, dass wir haben geglaubt und mit unserem Mund bezeugt. Wir bezeugen uns mit das Glauben durch unseren Mund. Ein Glaube, bitteschön, der nicht bezeugt werden kann, ist wie ein Toter, ein Samen, der nicht stirbt und für sich alleine bleibt. Das habe ich gestern aus Johannesbrief gelesen. Ein Samen, der nicht stirbt. Das Sterben passiert durch Zeugnis meines Glaubens. Das schreibt Paulus, einige aber auch aus gutem Willen, diese aus Liebe, weil sie wissen, dass sich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt wird. Paulus redet nicht nur von mein Evangelium, also von sein Evangelium, was er erhalten ist, sondern er verteidigt auch das. Und diejenigen, die aus gutem Willen und aus Liebe erkannt haben, die Wahrheit und die Macht des Evangeliums, dass es aus Gott kommt, aus Jesus Christus, dass es das saubere Evangelium ist, verteidige ich es, auch wenn es sein muss, mit meinem Leben. Die Grüße möchte ich jetzt hier nicht betonen. Aber es ist schon hoch zu achten, wie Paulus am Anfang seiner Briefe deutlich macht, wer das schreibt, für wen er schreibt. Und er schreibt immer allen Heiligen in Christus. Ich habe euch mal in meinem einen Video gesagt, dass Paulus eigentlich absichtlich mit den Namen Christus, Jesus und Jesus Christus immer absichtlich anders darlegt. Wenn es um die Heiligen, wenn es um Heil, um Vergebung, um Sterben, dann ist immer der Christus voraus. Dann sagt er immer Christus Jesus. Wenn aber über Herrschaft, über Macht redet, dann redet er Jesus Christus. Das sehen wir auch hier. Wenn er zum Beispiel
am Anfang auch sagt, Heiligen in Christus Jesus. Aber dann sagt er Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Herr ist Jesus Christus, der aber unser Heil, unser Leben rettet, der uns führt, ist der Christus Jesus, weil wir sind in dem Blut des Lammes verborgen. Achtet mal drauf, wenn ihr die Briefe liest, dass Paulus immer den Namen auf richtigen Platz einsetzt. Ja? Zum Beispiel, wenn er sagt, und durch den Beistand des Geistes Jesus Christi. In der Offenbarung sehen wir auch, der Apostel sieht Jesus mit den sieben Geistern. Also das ist auch für uns schön, wenn wir auch auf sowas achten. Ja? Gut. Hier ist, die Zeit läuft davon, aber egal. Hier ist zum Beispiel am Anfang eine grundlegende Tatsache, was zeigt Paulus durch sein Evangelium, durch sein Zeugnis, was sehr wichtig ist für eine echte Brüderschaft im Christus Jesus. Was ist das echte Brüderschaft in dem Licht des Evangeliums, was Christus Jesus uns gegeben hat? Und zwar, es ist das Danken. Nicht nur bei jeder Erinnerung, sondern alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden. Es ist wichtig, mit Freude gedenken an meine Geschwister, an den Gemeinden, wo mich Gott hinschickt, auch ins Besuch, an denen Leute, die Gemeinschaft im Herrn mit mir haben. Paulus konnte sich denen nur freuen, die er gekannt hat, oder von denjenigen, die gehört hat, dass die das Evangelium Christus Jesus angenommen haben. Aber alle Zeit und jedes Mal, wenn er sich daran erinnert hat, aber alle Zeit im Gebet, hat er mit Dankbarkeit für sie gebetet. Mit Dankbarkeit. Das ist so eine große Sache, wenn ich danken kann, Herr, du hast mir Geschwister noch gegeben. Es sind noch Leute da, die du berufen hast, denen du noch Gnade geschenkt hast, denen du die Augen eröffnet hast, die Herzen eröffnet hast und teilhaben können an das Evangelium. Und er betont hier, für was auch, ja, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag bis jetzt, dieses Ausharren an das wahre Evangelium. Und das ist das große Problem für uns Christen, dass wir wissen die Grenzen des Evangeliums nicht. Das habe ich schon des Öfteren gesagt, man vermischt so gerne das Alte mit das Neue. Auch aus dem Evangelium ist gut zu lehren, zu übernehmen, was Jesus sagt, den Judentum.
Aber wir dürfen das, was man den Judentum gelehrt hat, nicht eins auf eins in den neuen Bund, was Jesus Christus, also Christus Jesus mit uns beschlossen hat, übernehmen. Sondern wir müssen das zur Lehre nehmen. Weil Paulus hat für das Bau der Gemeinde nichts ausgelassen. Er hat sogar das Essen und Trinken erwähnt. Er hat uns die Kleidung erwähnt, dass wir uns nicht auch schmücken, also auch das Aussehen. Er hat uns in jeder Einzelheit der Wandeln mit Christus Jesus, das Wandeln mit unseren Brüdern, Geschwistern. Er hat uns die Bedeutung der Liebe klar gemacht. Er hat uns die Bedeutung der Einsicht. Ja. Der Einsicht und der Erkenntnis gegeben. Aber wenn wir uns damit nicht beschäftigen und das nicht klar vor unseren Augen ist, dass das ist die Grundlage und nur das allein. Weil Paulus sagt, nicht nur wegen Teilhabe der Evangelium, sondern dass er sagt hier auch, dass er Verteidigung des Evangeliums. Er verteidigt dieses Evangelium. Und wir müssen dieses Evangelium verteidigen, auch mit unserem Leben, weil das ist bitteschön die Errettung jedes Menschen, der Ohren hat zu hören. Ich darf von diesen nicht abweichen, nicht rechts ein bisschen, nicht links ein bisschen. Und Paulus macht ganz klar, wer dazu tut oder davon wegnimmt, der sei verflucht. Und fluchen soll man nicht. Und dennoch benutzt er diesen schweren Wort, er sei verflucht. Und wir wissen, dass auch im Alten Bund hat Gott nicht erlaubt, dass jemand was nimmt oder dazu tut. Und es gibt keinen Bund, der Gott uns gegeben hat. Also nicht nur uns, im Allgemeinen, Mose, Noah oder wen auch immer. Wo er erlaubt hat, dass jemand dazufügt oder wegnimmt. Ein Bund bleibt Bund. Und da darf man keine Änderung, sonst hast du mit dem Allmächtigen zu tun. Gott erlaubt sowas nicht. Und Paulus macht es auch klar, zur Verteidigung der Evangelium. Er sagt hier, ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind. Mehr zur Förderung. Er möchte das fördern und deswegen möchte auch der Herr von uns, dass wir Werkzeuge sind in seiner Hand, mit dem er dieses Evangelium fördern kann, ja, dass er dieses fördern kann. Was mir hier jetzt wichtig ist, es sind zwei Aussagen, was Paulus hier sagt. Meine Lieben, ich weiß, der 23. September ist auch ein Thema, wo ich auch mit euch besprochen habe. Aber ob der Herr heute kommt oder morgen kommt, ob der Herr, der am 23. kommt oder erst in Oktober oder vielleicht nur im Dezember, in jedem Fall, er kommt bald. Und ich verstehe, dass viele die Schnauze voll haben.
Das sagte Paulus auch, denn das Leben ist für mich Christus. Aber das Sterben ein Gewinn. Ich würde auch sehr gerne sofort weggehen und das alles hinterlassen, dieses ganze Elend der Welt. Dennoch sagt Paulus, dass sein Leben eigentlich ein Gewinn für andere sein ist. Dann sagte er, ich werde aber von beiden bedrängt, die Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser, das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger, sagt Paulus. Es ist notwendig, dass ich noch lebe. Und wenn die Entrückung bisschen verspätet, verspätet es nur, weil es notwendig ist. Aber die größte Notwendigkeit ist, dass bist du zur Zeit der Entrückung, meine Lieben, Gott uns als Werkzeuge benutzen kann zur Verkündung und Verteidigung des Evangeliums, zum Ausleben, zum Weitergeben des Evangeliums. Aber lass mich das, was ich vorhin sagen wollte, das sagte Paulus hier zweimal, ein sehr klares Wort. Und zwar in Bezug auf der Entrückung. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, und bitte aufpassen, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, das bedeutet schon wiederum, dass nicht von uns aus das Ganze angefangen ist, sondern von Gott aus. Er hat in dir das Evangelium, das Aufleben des Evangeliums, die Verwirklichung des Evangeliums angefangen. Es vollenden wird. Und was er angefangen hat in dir, wird er auch vollenden. Das ist ein Bund, was Gott nie aufbricht. Er vergisst es nicht. Was er angefangen hat in dir, wird er auch vollenden. Deswegen sei dankbar. Sei dankbar mit deinem Leben. Weil dein Leben gehört eigentlich gar nicht dir. Und dann sagt er, bis auf den Tag, nicht des Herrn, nicht des Menschensohnes, da ist direkt so geschrieben, extra so geschrieben, der Tag Christi Jesus. Und da sagt er nochmal, ab Vers 9 lese ich wieder, und um diese bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter, lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Und das ist eine große Bedeutung für uns,
auf den wir nicht achten. Jesus sagt immer von dem Tag des Sohn des Menschen. Paulus sagt, der Tag des Herrn kommt nicht, bevor der Gräuel kommt. Aber hier spricht über den Tag Christi. Weil Christus ist der Lamm, er ist der Bräutigam und wir sind die Braut. Und dieses Tag Christi ist das, was er in 1. Korinther 15 auch sagt, dass er für seine Braut eigentlich in Himmel, in den Wolken kommt, er sie in die Wolken entrückt und dann wir werden alle Zeit mit ihm sein. Christus war keine öffentliche Sache von jeder, von das jeder wusste. Das war eine verborgene, eine geheime Sache, bis heute sogar. Die Entrückung wird nicht groß geschrieben in der ganzen Bibel. Nein. Die wird so versteckt wie hier. Aber wer Ohren hat, der höre. Und wem der Geist Gottes führt, erkennt es sofort. Wenn dich der Geist Gottes führt, lässt er dich nicht in Ungewissheit. Vertraue auf ihn. Ja. Also ich denke, es wird wahrscheinlich noch ein zweites Teil geben. Ich sage immer schon, ich komme da mit den Teilen nicht mehr nach, weil es ist wirklich so, liebe Geschwister, ich bereite mich vor mit etwas. Ich bereite mich vor mit etwas und auf einmal kommt ein ganz anderer Gedanke, kommt ein ganz anderer Bibelvers und ich weiß genau, darüber muss ich reden. Weil ich weiß, das ist eine große Wichtigkeit, bevor der Herr noch kommt. Weil wer heute Abend kommt, hat noch jemand Zeit, es sich zu überlegen. Wo stehe ich? Und er kann immer noch ins Gebet gehen, weil heute gehört uns. Und ich sehe, dass Gott das als wichtig erweist für uns, uns auf den richtigen Weg noch zu bringen. Weil das, was er angefangen hat in dir, will es vollenden, meine Lieben. In mir, in dir und in jedem, wo er was angefangen hat. Aber es ist auch die Möglichkeit, dass er dich noch möchte. Wo du gar nicht davon wissen wolltest. Er möchte dich heute noch berufen und er möchte in dir was anfangen und gleich auch sofort vollenden, wenn die Zeit knapp ist. Wir wissen, dass derjenige, der mit Jesus gekreuzigt hat, der hatte keine Zeit mehr viel zu erfahren oder viel zu erleben. Und dennoch, Jesus hat in einem Augenblick angefangen und vollendet in ihm sein Heil. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Ja, manche sagen, dass das heute eigentlich nicht von heute gesprochen wird, sondern von der letzten Zeit, aber egal. Aber immerhin, ob das heute oder in 1000 Jahre gemeint ist, dennoch hat er die Erlösung. Er wird mit Jesus im Paradies sein. Und er hatte keine Zeit, Frucht zu bringen. Er hatte keine Zeit, gute Werke zu bringen.
Aber das größte Werk, was er vollbringen konnte, war die Einsicht. Ich bin ein Sünder und du bist ein Gerechter. Und das andere Einsicht war sein Mut, zu sagen, erinnere dich, wenn du kommst in dein Reich. Hast du diesen Mut und diesen Einsicht? Zu sagen, Herr, ich bin ein Sünder. Lasst uns nicht zweifeln. Das Wort Gottes ist deutlich. Das Wort Gottes ist Macht. Und wir Jesus Christus, ein Christus Jesus, wenn Gott, unser Vater, uns was versprochen hat, das bleibt so. Das kann niemand ändern. Zweifle nicht. Halte fest an das Evangelium. Sei es mit deinem Leben, sei es mit deinem Tod. Gott segne euch alle. Ich denke, ich werde noch ein Teilchen, vielleicht mal ein kürzeres, über das Weitere, was ich noch hier besprechen wollte, mit euch machen. Aber die Zeit ist sehr vorangeschritten und ich möchte diese Zeit nicht überschreiten, dass wir uns konzentrieren können immer auf das Wenige und dass wir auch das auch verarbeiten können. Das sage ich auch in meinen anderen Videos. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Gott segne uns alle und gebe uns Einsicht. Einsicht und Erkenntnis. Dass wir in Christus Jesus bleiben, in seiner Vollkommenheit, in seinem Evangelium. Und dass Gott gelobt und gepriesen sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.